Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge von Hearts of Iron 4 mit dem Nordic Empire. Und wir sind dabei, gerade die Vorbereitungen zu starten, um gegen die USA in den Kampf zu ziehen. Und ich lösche jetzt mal diese Truppen, die zum Garnisonieren, zum Verteidigen des, unseres Meeres in der Heimat waren. Da waren, um uns vor den Briten zu schützen. So, das sind ja diese 119 Divisionen. Die können wir jetzt mal umwandeln in... Okay, nein, wir löschen erst die Hälfte oder so. Oder 30 Stück von mir aus, dann halt so. Und dann... So. So. Das wird jetzt noch ordentlich Waffen fressen. Gibt's auch. Und wir werden uns gleich den Japanern anschließen vielleicht. Bin mir gar nicht sicher, ob wir die USA überhaupt angreifen sollen. Bin ich nicht sicher. Wir sollten mal unseren Geheimdienst vielleicht mal ausbauen. Oder fangen wir mal hier hin. Nuclear Reactor. Wir brauchen so viel Alu, das ist nicht normal. Ist das die Schweiz? Swiss State? Ist das die Schweiz? Das ist die Schweiz. WTF, die ist faschistisch. Das ist nice. Würde auch gerne Docking Rights haben, aber ihr habt kein mehr. Schön, dass es aber trotzdem geht. Sehr nett. Gut. Ja. Oh Gott, das wird lustig. Oh, hab ich gar keinen Bock drauf. Leute, wenn das nicht funktioniert, ne, weil hier so viel steht und wir immer noch keine Panzer und gar nichts haben, dann tut's mir wirklich leid. Aber dann werde ich mich da garantiert nicht durchboxen. Unser Land ist eigentlich unschlagbar. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ihr kennt Hearts of Iron wahrscheinlich genauso gut wie ich. 1944 wird eklig. Aber vielleicht passiert auch das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, wir wollen aber eigentlich, warte mal, mehr Militärspionage. Ich weiß nicht, warum ich das zuerst ausgewählt habe. Japan hat gegen Malaysia Krieg? Malaysia gibt es einfach immer noch. Boah, ey, Alter. So, was gibt es alles für Bündnisse jetzt? Oh, die haben Krieg gegeneinander. Das ist interessant. Okay. So, eigentlich ist das einzige Bündnis, was ja gegen uns ist, was gefährlich werden könnte, die Deutschen, aber vor allem die Amerikaner. Die Amerikaner sind wahrscheinlich die heftigsten. Die heftigste Fraktion. Und da versuche ich deswegen auch gerade erst rauszufinden mit dem Geheimdienst, wie viel die wirklich an Divisionen haben. Und die Luftwaffe wird sehr schwierig, das jetzt irgendwie hinzukriegen. Also das aufzuholen. So. 26.000. Sehr schön. So, dann machen wir das so. Ich weiß nicht, irgendwie meine Bomber sind gar nicht so richtig Bomber. Ich verstehe das gar nicht. Verstehe auch nicht, warum wir so wenig nur aus dem Ausland kriegen. Na, komm. Was haben wir denn für ein Handelsgesetz? Guck mal, da könnten wir auf Limited Exports gehen. Machen wir gleich auch. Wir müssen da noch gegen rechtfertigen. 140 Tage. Alter. Also ich würde eigentlich normalerweise nicht die USA noch angreifen. Eigentlich geisteskrank. Aber machen wir trotzdem. Nur um zu gucken, ob wir es überhaupt schaffen würden. Weil es ist 1944. Die Truppen haben sich sowas von angesammelt. Oh, da sind Panzer, Alter. Nee, gar keinen Bock. Egal. So, wie läuft die Flugzeugproduktion? Oh, ja, wir brauchen so viel Alu. Wir könnten Aluminiummühlen hier bauen, aber... Ja, müssen wir machen, ne? Das ist nicht gut. Da, nein, das ist nicht gut. Nicht machen, böse. Das ist echt nicht gut, ey. So, wir brauchen erstmal Alu. Mühlen.
Das dauert zu lang. Da, ja, ist hier der Handel. Oh, scheiße. Das ist sehr schlecht. Na, das ist unser Bündnis, was da gerade zerstört wird. Weil ich echt überlege. Warte mal, die Japaner sind doch auch im Krieg gegen die Deutschen, oder? Ja, sind sie. Alle sind im Krieg gegen die Deutschen. Außer wir. Und die Amis. Und die Chinesen, glaub auch nicht. Das heißt, wir sind hier eigentlich alleine gleich gegen die Amerikaner. Schön. Ich würde natürlich auch noch ein bisschen warten auf Atombomben. Aber gut. Oh, wir brauchen gleich keine Alumühlen mehr hier. Es aktualisiert sich gar nicht mehr hier oben, ne? Es passiert gar nichts. Doch, jetzt wieder. Okay. Ja, die Welt ist am Arsch. Ah, wir kriegen jetzt unsere Alumühlen, dann müsste das hier eigentlich auch runtergehen. 31. Minus 31. Ja, minus 18. Schön. Die nach oben, die fast fertig sind. So, wir haben noch einen Geheimagenten. Wir wissen immer noch nichts über die, ey. Heftig. Das ist richtig krank. Gibt es eigentlich jetzt immer noch hier irgendwas mit Verschlüsselung und so? Ja, ne? Ich glaube nicht. Schade. Was ist das denn? Rename Stalin. Oh, ja, machen wir. So, Limited Exports. So, jetzt. Ja, können wir mal aufhören, mit denen zu handeln. Mit denen, mit denen. So, und mit den Italienern auch weniger, sind zwar unsere Bündnispartner, aber trotzdem. Weil wir nämlich, weil die wahrscheinlich verlieren. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht. Ja doch, Deutschland gewinnt. Aber Deutschland könnte uns auch angreifen. Das wäre ganz unpraktisch. Es wäre eigentlich schlauer, erst Deutschland anzugreifen, ne? Was haben wir alles hinten stehen? Ich weiß nicht, wie viele haben die im Feld? Ah, das ist schon nicht geil. Ja, wir machen das jetzt so. Wartet, Leute. Ja, wir greifen erst Deutschland an. Okay. Ist okay. Wird ein langes Let's Play. So. Und so. Und die. Ja, die packen wir nach hier. Zum Schutz einfach nur. Und, Alter, 120.000 Waffen. Dann packen wir 48 Divisionen. 48 Divisionen, so. Nach da, okay. Dann kommen die nach hier. Wo sind die jetzt schon wieder, Mann? Oh, wo sind die denn? Ach, da, okay. Super. Wo sind die? Die sind da. Was ist das jetzt? Zypros. Oh, Zypern. Oh, okay. Sind aber unabhängig. Gut. Leute. Nicht gut. So, Jäger. Sind die weiter unten? Da war was. 1, 2, 3, 4, 5. Und die kommen noch da. Ja. 100. Ah, die wollen wir nicht. Hier. Keine Ahnung, was für welche sind. Wir packen sie rein. Und verteilen die gleich. Was
bisschen zu alt. Hier. So. 600 Bomber. Rein damit und nach hier. Ja, keine Ahnung. Es sind irgendwie keine Bomber. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, das sind Bomber. Das ist, keine Ahnung, was das wieder sein soll. Luftunterstützung, was weiß ich. So, dann brauchen wir wieder neue Jäger. Ich habe keine Ahnung, warum, was ich getan habe, aber egal. Wir haben jetzt halt, es ist einfach verpackt. Ist okay. So, was ist passiert? Deutschland hat Krieg gegen... Was? Keine Ahnung. So, wir stellen unsere Division dahin. Frankreich wird hoffentlich irgendwie verteidigt von denen. Keine Ahnung. Oh, wir haben 4000 Konvois. Alter. Junge. Macht mal schneller. Hauptsache, wir fahren damit durch Deutschland durch. Die wissen bestimmt nicht, was wir vorhaben. Gar keinen Fall. So, dann hier die Dings verbessern. Hier die... Okay, die ist eigentlich gut. Oh, die ist ganz gut. Nein, was baue ich hier hin? Bin ich gerade durch? Wir bauen lieber hier unten was. So. Bisschen was für einen Nachschub oder so. Ja, okay, direkt an der Front vielleicht nicht. Irgendwie so. Ja, jetzt ist das Urgold fertig. Hä? Warum? Achso. Wir teilen sie einfach nur auf, deswegen, okay. Gut. Dann sind alle da. Und wir können starten. Und verkacken. Und ich habe verkackt, weil hier oben... Oh. Ich habe generell voll verkackt, ne? Ja, Moment. So eine Scheiße. Boah, da kommen wir ja gar nicht durch, oder? Ich werde gleich rot, bestimmt. Okay, dann müssen wir wieder eine neue Division machen. Ich liebe es. Aber es funktioniert, oder? Hier rücken sie vor, ist natürlich scheiße, so, aber sonst. Ja, okay, es funktioniert. Haben die anscheinend echt nicht mitgerechnet? Keine Ahnung, warum die so blöd sind, aber sie haben nicht mitgerechnet. WTF, man kann hier rüber? Im Ernst jetzt? Oh nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut, was hier passiert wieder, ne? Ist sogar sehr schlecht. Ja, sehr schlecht. Aber andererseits, wahrscheinlich brechen sie jetzt, genau, jetzt brechen sie woanders zusammen. Gut. Ja, Leute... Das ist echt heftig, was wir aus Finnland rausgeholt haben, ey. Krank. Aber gut, die Road 56 Mod bringt wenigstens auch ein bisschen Möglichkeiten ins Game. Die sonst irgendwie auch fehlen. Die ganzen Focus-Trees, auf die man lange warten muss, bis ein DLC rauskommt, könnten so viel schneller funktionieren. Aber gut. Alter, geht uns die Mannstärke flöten. Junge. Okay, Berlin ist gefallen, aber die rennen einfach wieder weg. Schön. Nice. So, die Divisionen sind gleich auch dabei.
Chiangs Ultimatum. Oh, Alter. Peace is always the better against event. Guangxuang. Ach, das ist diese kleine Provinz, ja, soll's haben. Dafür habe ich keinen Bock auf Krieg, Alter. Gönn dir. Noch eins? Jetzt wird's frech. Ja, Hongkong, von mir aus nehmen auch Hongkong. Das reicht dann aber auch, wirklich. So. Jetzt machen wir Folgendes. Die teilen wir auf. So und so. Ach komm, so. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Boah, ich verliere schon Überblick bei den ganzen Porträts, die hier fehlen. So, die sind sowieso dabei. Und einmal so. Alle hier hin. Und jetzt erstmal verteilen. So, dann wechseln wir den Kommandanten. Packen den bei den USA weg. Und dann haben wir noch diesen Typen, der wie ein Pferd verkleidet ist oder was weiß ich. Und diesen Opa da. So. Ach, den haben wir auch noch. Nice. Stimmt, wir haben ja welche vorhin rausgekickt. Den Opa. So, sonst haben wir ja keinen, ne? Wir könnten natürlich noch was reinpacken. Stimmt. So. Den hier. So. Und ich glaube, da könnte noch einer drin sein. Ja, tatsächlich. Ist das schon wieder? Ja, wir machen das. So, okay. Forschungsteams. Wir brauchen strategische Bomber, wenn wir Atombomben haben wollen. Deutschland ist gleich Matsche. Scheint so. So, und hier können wir mal in den Angriff gehen. Schön. So. Alter, wir haben Luftüberlegenheit. Hey. Ja. Okay. Ja, mal gucken, ob das mit den USA, ich weiß nicht, Leute, ob das so schlau ist, ey. Eigentlich ist es normal für eine Diktatur, größenwahnsinnig zu werden und dann einfach noch die USA anzugreifen, aber es ist eigentlich auch nur dumm. Einfach nur hohl. Können ja echt alles umbenennen einfach. Oh, die werden jetzt erstmal schön zerquetscht. Nice. Jo, da kriegen wir auch schön Fabriken. Nice. Alter, unsere Mannstärke macht mir echt Sorgen. Sieht gar nicht gut aus. Ja, wir müssen integrieren. So. Aber wir haben trotzdem 3 Millionen im Feld, also uns eigentlich keine Sorgen zu machen. Die werden auch noch voll eingesetzt, alle hier. Junge, das ist aber auch ein gewaltiger Kessel. Alter. Wild. So, Danzig ist auch sofort futsch. Ach nein, die waren auf dem Weg eigentlich nach Frankfurt. So, und ich glaube, wir könnten die schon zur Kapitulation zwingen. In dieser Folge. Die könnten wir dann vielleicht mal ein, zwei Minütchen länger machen zur Not. Aber wenn das jetzt schnell funktioniert hier, dann ist das nicht schlimm. Guck mal, hier gibt es sogar Bielefeld. Hamm, Münster. In Münster gibt es da, glaube ich, so, ne? Aber Bielefeld glaube ich nicht. Wuppertal gibt's auch.
So, Bremen. Da wollten wir auch schon wieder hochfahren. Hab ich's gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Beziehungsweise wir machen das mal anders. Packen den mal hier hin. Und dann packen wir den mal hier rein, damit wir später sehen. Oh. Nein. So, und... Ach, scheiß drauf. Egal, wir machen es so. Okay. Karlsruhe gibt es ja auch. Stuttgart. Meine Ohren sind es tot. In Deutschland steht 95% von der Kapitulation. Dann könnte das hier alles schon reichen. Boah, jetzt werden sie aber nochmal richtig stark. Jetzt, wo hier nichts mehr steht. Wo alles gequetscht hier drin steht. Nichts mehr steht, alles klar, das wäre schön. München ist ja auch schon weg. Ah, das wird erklären, warum die schon so kurz vor einer Kapitulation stehen. Der Ruhrbot, der fehlt uns noch, Leute. Der Ruhrbot. Wer ist es? Kommt die Friedenskonferenz auch noch, ne? Aber sind die nicht nur? Okay, da fehlen. Ja, okay, Luxemburg und so. Dann geht die Friedenskonferenz ja schnell. Alle streiten sich um Deutschland und dann will jeder das möglichst größte Stück vom Kuchen haben. Muss aber niemand anders kapitulieren, oder? Nur die German Republic. Super. Wenn Dortmund gefallen ist, dann war es das, glaube ich. Schön nochmal speichern vorne. Vorher natürlich. Danke, Spiel. So, bitte einfach fallen. Danke. Danke. Wartet mal, Leute. Malaysia. Ja, okay, das Stück ist mir auch egal. Obwohl, das nehmen wir mit. Gut, dann das. Und oh. Ernst jetzt? So. Wenn ich mein Land hier nicht vereinigen kann, ne? Hier die Küste nicht vereinen kann, dann... Das wäre es auch gewesen jetzt. Alter, warum sollte Italien so viel kriegen? Das ist richtig scheiße unfair. Das ist schon wieder zu viel, ist gut. Hässlich aussehen. Nicht noch Sachsen, bitte nicht. Nein. Nein. Oh, danke, das wird so hässlich aussehen. Egal. Gut, mir reicht's. Ich nehme jetzt auch keine Marine. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, zeigt mir es gerne mit einer positiven Bewertung, im Kommentar, im Abo und ansonsten sehen wir uns ganz einfach in der nächsten und hoffentlich letzten, wahrscheinlich aber vorletzten Folge von H24 mit Finnland. Bis dahin. Ciao.